Natürlich gibt es einen Trend zum Verwaltungsratssystem, aber traditionell in Deutschland haben wir eben ein System, das Vorstand und Aufsichtsrat, Aufsichtsgremium trennt. Auf diese Besonderheit muss auch europäische Rahmensetzung reagieren und sie berücksichtigen. Die Idee Europas war doch immer der Ideenwettbewerb, der Wettbewerb um überlegene Lösungen. Und deshalb soll europäisches Recht auch Raum lassen für jeweils nationale Umsetzungen. Regulierungen der Europäischen Union orientieren sich meist am monistischen System. Dabei leben aber einige der wichtigsten Volkswirtschaften in der EU das dualistische System mit Aufsichtsrat und Vorstand. Schadet der Fokus auf das monistische System nicht der europäischen Idee? Ich bin ein überzeugter Anhänger des geeinten Europas, aber ich bin ein Skeptiker, wenn es um das vereinheitlichte Europa geht. Wir haben ganz unterschiedliche Mentalitäten, ganz unterschiedliche auch rechtliche Traditionen. Ein Thema, das aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken ist, ist die Digitalisierung. Welche Chancen sehen Sie hier für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Herr Lindner? Alle reden über Digitalisierung, ein großes Thema, und dennoch ist die Dimension der Veränderung noch nicht voll verstanden. Ich vergleiche es mit einem Eishockeyspiel. Das erste Drittel haben wir verloren. Das war die Hardwarefrage. Das zweite Drittel haben wir verloren. Das war die Frage der Plattformen. Jetzt geht es ums dritte Drittel, also das Internet der Dinge, das industrielle Internet. Es hat sich der 4.0-Begriff in Deutschland dafür eingebürgert. Da haben wir eine Chance, aber wir müssen richtig handeln. Es ist eine Aufgabe von Industrie und Mittelstand, die Politik begleiten kann. Die Aufgaben, die ich bei der Bundesregierung sehe, wären erstens die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung selbst. Vorsintflutlich kann ich nur sagen, im Vergleich etwa zu Estland. Zweitens digitale Infrastruktur schaffen. Da müssten Milliardenbeträge investiert werden, damit Deutschland Mitte des nächsten Jahrzehnts eine Gigabit-Gesellschaft mit Glasfaserinfrastruktur wäre. Und drittens, wir müssen die Investitions- und Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, egal welche Größe das Unternehmen hat, kleine wie große, stärken. Das sind steuerrechtliche Fragen, die eine Rolle spielen. Bei Familienbetrieben das Damoklesschwert der Erbschaftssteuer. Und für alle Unternehmen die Frage der Forschungsförderung, die ich gerne pauschal über das Steuerrecht abwickeln würde, eine steuerliche Forschungsförderung ohne Bagatellgrenzen, ohne Bürokratie und technologieoffen. Das wäre ein echter Motor dafür, auch die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, die die Digitalisierung von uns allen fordert.